Hallo, wie ihr vielleicht schon mal gemerkt habt oder gesehen habt, haben wir auf all unseren Schweißgeräten QR-Codes abgedruckt. Wie zum Beispiel bei der Titan XQ, auf der Stromquelle unten, auf dem Drahtvorschubkoffer, beziehungsweise sogar auf der Innenseite oder wie in dem Beispiel auf der Tetrix 200. Diese QR-Codes haben einen ganz bestimmten Sinn, und zwar, um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen. Damit ich euch zeigen kann, was sich hinter so einem QR-Code verbirgt, scannen wir am besten einfach mal den QR-Code. Dazu braucht ihr ein Smartphone und die passende App, beziehungsweise wenn euer Handy das kann, über die Kamera scannen. Wenn ihr den QR-Code gescannt habt, kommt ihr auf die Seite des Online-Shops. Und zum Beispiel bei der Titan XQ wird euch in diesem Fall direkt schon angezeigt, was für Varianten haben wir. Dann guckt ihr auf euer Gerät und wählt erstmal die passende Variante aus. In unserem Fall haben wir einen Titan XQ 400 mit einer Expert-Steuerung. Wenn ihr dann das passende Gerät ausgewählt habt, bekommt ihr viele Informationen zu dem Gerät. Was kann ich noch an Zubehör für dieses Gerät kaufen? Welche technischen Daten hat mein Gerät? Und ich kann sogar unter dem Reiter Dokumente die passende Bedienungsanleitung für mein Schweißgerät herunterladen. Das gleiche funktioniert auch mit dem QR-Code auf dem Drahtvorschubgerät oder zum Beispiel einer Tetrix oder einer Phoenix oder einer Taurus, was auch immer. Auf jedem Gerät haben wir einen QR-Code abgedruckt. Bei einem Micmac-Schweißgerät gibt es noch zusätzlich einen QR-Code, der befindet sich auf der Innenseite der Klappe. Wenn ihr diesen Barcode scannt, kommt ihr auf eine Seite, wo ihr eine ausführliche Jobliste für euer Gerät findet. Nochmal als kleine Zusammenfassung zum Schluss. Alle QR-Codes, die auf dem Gerät außen abgedruckt sind, führen zum Shop und somit zur Bedienungsanleitung und zu weiteren technischen Daten oder Zubehör. Und alle QR-Codes, die auf den Aufklebern abgedruckt sind, zum Beispiel auf der Innenseite des Drahtvorschubgerätes, führen zu der ausführlichen Jobliste.